Seit seinem schweren Herzinfarkt trägt Rolf Pauli einen implantierten Defibrillator, kurz Defi, der sein Herz im Notfall durch einen Elektroschock wieder intakt bringt. Damit der schwerkranke Mann nicht mindestens viermal jährlich zur Kontrolle in die Klinik kommen muss, nimmt er an einer Studie der Uniklinik Bonn zur Fernüberwachung teil, dem Home Monitoring. Dazu wird der Defi so programmiert, dass er seine Daten per Funk an ein mobiles Empfangsgerät senden kann. Von diesem werden die Informationen verschlüsselt und über das Mobilfunknetz an die Klinik weitergegeben, egal wo der Patient sich gerade befindet. Was muss der Abstand sein? Also es sollte nicht weiter als 5 Meter sein. Rolf Paulis Defi wird einmal täglich in der Nacht abgefragt. So kann er das mobile Empfangsgerät immer auf dem Nachttisch lassen und braucht lediglich zu kontrollieren, ob es funktioniert. Der Patient ist zu Hause, muss nicht in die Klinik fahren. Häufig sind es ältere Menschen, die über 150, 200 Kilometer anfahren. Und wir können direkt auch bei Problemen in das Herz des Patienten gucken. Das heißt, wir haben den Herzschlag auf unserem Bildschirm direkt. Der Arzt sieht auf den ersten Blick, ob bei seinem Patienten alles in Ordnung ist oder ob der Defi aktiv werden musste. Aber auch wenn keine unmittelbare Reaktion erforderlich ist, hilft Home Monitoring, die Therapie zu verbessern. Durch die kontinuierlich abgerufenen Daten kann der Arzt Veränderungen des Herzrhythmus frühzeitig erkennen und die Einstellungen des Defis entsprechend anpassen. Nur dann bestellt er den Patienten in die Klinik. Je mehr wir den Patienten von diesen Klinikaufenthalten besuchen, stationär oder ambulant, wegnehmen können, unzufriedener wird er sein Leben durchführen können, umso zufriedener wird die ganze Familie auch sein. So wie die Oleg-Schlegers. Wenn hier die Klinik anruft, ist das, anders als bei Rolf Pauli, kein Grund zur Besorgnis. Oleg Schläger? Ja, Kreuz, Uniklinik Bonn, ich grüße Sie. Auch Herr Oleg Schläger nimmt an der Bonner Studie teil, aber mit einem System, bei dem die Daten über die analoge Telefonleitung übermittelt werden. Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem System und wie geht es Ihnen? Ja, also sehr gut, ja. Also die Handhabung ist sehr einfach. Für die Abfrage seines Defis legt Willi Oleg Schläger den Hörer auf und leitet damit die Verbindung an das Gerät weiter. Dann legt er einen Empfänger auf sein Implantat und wartet ein paar Minuten, während der Arzt am anderen Ende der Leitung zeitgleich die ankommenden Daten prüft. Neben den medizinischen werden immer auch die Funktionsdaten des Defis selbst abgerufen. Hier in diesem Feld sehen wir die aktuelle Batteriespannung des ICD-Aggregates. Hier in diesem Fall eine voll aufgeladene Batterie. Sind alle Daten sauber überspielt, beendet der Arzt die Abfrage. Hallo, Oleg Schläger. Ja? Wir haben, wird Sie freuen zu hören, keine Rhythmusstörungen sehen können bei der Abfrage. Dann bin ich zufrieden. Ja. Home-Monitoring-Systeme können in der Regel alle Daten transferieren, die sonst nur in der Klinik erfasst werden können. Die Erfahrungen sagen, dass heute etwa 90% aller Kontrollen der Patienten in der Klinik ohne irgendwelche Konsequenzen bleiben, für die Geräteprogrammierung und so weiter. Und diese hohe Redundanz der Kontrollen, die ohne Konsequenz bleiben, ne, das ist die Lücke, wo Systeme der Heimabfragen ihren Platz haben und ihre Rechtfertigung auch finden. Auch das Klinikum Kassel betreibt daher eine Studie zum Home Monitoring. Denn mit zunehmendem Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt auch die Zahl der schwer herzkranken Menschen in einem Maße, dem die Kliniken rein zeitlich gar nicht gewachsen sein werden. Das ist das, was wir untersuchen wollen mit der Studie und auch herausfinden. Erstmal den Nachweis erbringen, dass es Zeitersparnis ist. Bessere Kontrolle, höher frequente Abfragen und weniger finanzielle Aufwendungen. Zum Beispiel der Weg in die Klinik entfällt oder wird reduziert. Das sind die Vorteile dieser Systeme. Bärbel Tieck bekommt ein Gerät, das die von ihrem Defi empfangenen Daten ebenfalls über die analoge Telefonleitung an die Klinik überträgt. Auch sie macht dafür einen festen Termin mit der Klinik aus. Sobald die Leitung steht, braucht sie nur noch auf den Startknopf zu drücken und das Gerät zeigt an, wenn die Übertragung abgeschlossen ist. Home Monitoring macht Patienten unabhängig. Sie können ihre Klinik jederzeit um Sonderabfrage bitten, wenn sie sich unwohl fühlen. Und sie müssen nicht mehr wegen jeder Irritation persönlich zum Arzt. Also ich bin nicht so abhängig, brauche keinen zu fragen, wie ich in die Klinik komme. Ich bin halt ruhiger dadurch, viel ruhiger. Meine Familie, die ist beruhigter, weil die hat sich auch große Sorgen gemacht, dass immer wieder was passieren kann. Also man fühlt sich auch wohler dann. Ich fühle mich sicherer dadurch und weiß genau, dass mir eigentlich
nichts passieren kann, ohne dass das bemerkt wird.